gesetzt habe. Load Game. No Data. Tim, wir haben dich gespeichert. Kann das sein? Muss man speichern in diesem Spiel? Oder haben wir das auch als meine Frau gespielt? Wieso spielen wir alles als meine Frau? War das bei diesem Spiel? Das war bei Snipperclips. Snipperclips ist gut ausgegangen. Also es ist noch nicht, gar nicht ausgegangen. Wir spielen das irgendwann weiter, würde ich sagen. Ja, ich kann auch neu anfangen. Aber ich will einmal zumindest gucken. Ich fange aber nicht mit Bounce Man an. Das kann ich euch verraten. Load Game? Nee. Man muss speichern. Man muss tatsächlich manuell speichern. Ja, es war lustig, aber ich will jetzt nicht als erstes gleich wieder... Es hat sich keiner von euch geäußert zu der Frage, ob ich jetzt die Roboter in der richtigen Reihenfolge spielen soll oder nicht. Wie ist denn das Sound-Dings-Verhältnis? Leute, ich spiele auf Casual, ich sage euch das. Und zwar nur, weil da steht, who love Mega Man but haven't played in a while. Das ist doch gut. Das bin ich. Bestes Sound-Dings-Verhältnis. Geil. Ich werde für erstmal so spielen. Geil, ich bin süß. Aber bei mir springt das Video nicht zurück. Jetzt können wir uns auch die Story mal angucken. Die Roboter können reden. Ich kann es nicht ertragen. Es ist zu schlecht. So, da sind wir. Tatsächlich, guck mal hier. Save. Save. Das haben wir nicht gemacht. Mystery Tank. Es gibt Mystery Tank und Weapon Tank. Energy Tank. Es ist viel zu komplex, das Spiel. Ja, es ist ein bisschen retro, ne? Oh, geil. Es gibt Rockman als Bandai Gunpart. Also als klar, es gibt alles. So, dann fangen wir einfach mal hier mit dem obersten linken Heini an. Der heißt nämlich Blockman. Cool. Hast du dich mal ein bisschen auf unserem YouTube-Kanal umgeguckt, Herr Boomer? Und in unseren Podcast vielleicht mal reingehört? Weil du Tims Stimme noch so geil findest. Hier fallen Blöcke. Aber immer nur da, wo... angezeigt wird. Oh, guck mal, der hat hier so geile Panzerung. Der macht nichts. Warte mal. Ah, nochmal. Mist. Das wollte ich machen. Das war es nicht wert. Neuladen hat geholfen.
Noch nicht, aber muss ich wirklich mehr. Vor allen Dingen den YouTube-Kanal. Eigentlich alles, vor allen Dingen. Fuse, Tundra oder Acid, bitte. Mist, zu spät. Sorry, Gun. Sun. Habe ich nicht gehört. Bullseye. Achievement completed. Heftig. Boah, den hätte ich sehen können. Der hilft mir nicht, oder? Den kann ich einfach töten. What are you doing, Stepbro? Mach mal bei Gelegenheit die Cam nach links oder nach rechts oben. Das versperrt den Blick auf die Finde. Auf die Finde. Ich kann es vor allem ein bisschen aus dem Bild rausmachen, weil wir ja nur alleine sind. Also ich bin nur alleine. So besser? Lieber Timmy? Spielsound könnte etwas lauter. Das korrigieren wir doch gleich alles on the fly hier. Aber Red Brook hat gesagt, das ist alles ideal. So. Ach, Feinde. Okay. Es gibt ja auch noch das Double Gear System hier. Das, genau. So geht das Double Gear System. Jetzt lädt sich das da auf, ne? Deswegen britzelt Mega Man jetzt auch so hässlich für eine Weile. Pass auf. Ha! Ach ne, jetzt kommt es hier runter, ne? Hören wir auch noch Hades. Ich war zufrieden. Ist es jetzt zu laut, der Spielsound? Oder was? Mist. Fuck. Oh, deine Schwester spielt Breath of the Wild. Ich bin Aufladefreund, ja, bin ich, ne? Aber hilft doch häufig. Oh, was war das für ein fettes Gear? Oh. Alter. Okay, das war ein bisschen dusselig. Ist Schwester auch ein Belebu-Fan? Gute Frage. Und wenn nein, warum nicht? Ah, das ist ein Randomizer. So wie diese Dinger bei Super Mario World. Die so blinken, wo man dann entweder einen Stern oder eine. So, come here. Come here.
Aber man weiß aber nicht, wo die, ob man neben, links oder rechts neben einem sicher stehen kann. Das ist voll gemein. Oh, ist super schwer. Und solche Dinger durchschießen kann man auch nicht. Hier ist auf jeden Fall besser aufzuladen. Zumindest wenn er steht. Wumms. Ha. Take this Otter. Die sind echt die ungefährlichsten Leute auf der Welt. Das ist Belebu. Mm. Heute kann man gar nichts mit den Pushern anfangen, weil ich mir nichts ausgedacht habe. Habe ich hier irgendwas Kluges damit gemacht? Nicht zwischendurch hochspringen, er ist doch groß genug dafür. Ah, Mann. Toll, da habe ich mehr verloren als gewonnen. So. Wow. Ah, ah, Meat Grinder. Ja, das Best Of ist vielleicht besser. Ja, Bellbrew war, glaube ich, nicht so gut, weil es uns an Bellbrook and Candle erinnert hat. Nee, es hat nicht reingepasst, oder? Ich weiß nicht mehr genau, warum. Es gibt einen Grund, warum wir Belebu heißen und nicht Bellbrew oder anders. Es gibt irgendeinen Moment, in dem ich... Ja. Nein! Boah, ist das krass. Nein, ich komm nicht hoch! Das geht doch nicht! Ich hab gar kein Leben mehr! Da muss ich alles nochmal machen! Scheiße! Bellabu! Wer heißt Bellbrook and Candle? Was hab ich gesagt? Brook! Was hab ich wegen Red Brook gesagt? Okay, das ist aber eine harte Stelle da, oder nicht? Du. Leute, ey. Das ist zu scheiße. Nein, nicht der Hund. Nicht schon wieder der Hund. Ich mach immer den Hund. Es ist hakelig, ich komme hier nicht hoch. Es geht nicht. Das ist, das gibt's doch nicht!
Shit. Fuck. Scheiße. Brüder auch vor allen Dingen. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Man kommt da nicht hoch. Fick dich, Blockman. Nee, 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 nee. Wie kann ich die Stage verlassen? Ich bin zu dick. Eine Technik, bei der ich dich online dazuschalten könnte. Ja, das kennen wir ja. Ich kann dich sprachlich dazuschalten. Aber das ist mir jetzt, glaube ich, jetzt zu kompliziert, dass du per Voice Chat dabei bist. Die Dickies hier habe ich jetzt raus. Deswegen muss man hier oben wegschneiden, sonst überrascht einen der Tiny Heini. Das sind für mich übrigens die ikonischen Mega Man-Gegner, diese Helmtypen. Das ist. Die gibt es seit Teil 1 und die sind für mich Mega Man schlechthin. Ah, Mist. Oh, ist der langsam. Helmies? Heißen die Helmies? Nennst du sie Helmies? Helmies finde ich einen guten Namen. Guck mal, er geht super langsam die scheiß Treppe runter. Ich weiß gar nicht, was diese Zahnräder bringen. Aber sie scheinen mir geiler zu sein als diese zwei Schrauben, weil sie größer sind. Och, der schon wieder. Das ging aber besser diesmal. Helmies? Wirklich? Auf jeden Fall die geilsten Mega Man. Da bin ich ja schon wieder hier. Guck mal, jetzt mache ich das mal ein bisschen klüger. Lass den nicht ganz so klug, wie ich wollte.
Na! Oh. Oh, Mist. Ich gehe krass mit hier. Bei diesen knappen Sprüngen. So, jetzt kommt wieder das Coole. Der scheiß Hund! Es gibt aktuell nur einen Spanier, der Mega Man 11 streamt. Nur einen Spanier oder nur einen Streamer und der ist aus Spanien? Also hast du gezielt nach Spanien gesucht? Dann müsst ihr ja das hier gleich überkochen vor Leuten, die dürsten nach Mega Man 11. Was der da den ganzen Tag macht, ne? Hin und her fahren. Einzelmann, der ist aus Spanien, okay. Viewers. Und 33.000, oh Gott, es geht ja schon los. 33.000 Follower. Ja, die kriegen jetzt alle eine Benachrichtigung. Hey, dein Lieblingsspiel wird gestreamt. Komm doch vorbei. Gefällt mir aber auch eigentlich ganz gut, die Stage. Abgesehen von dieser Scheiße da. Mit dieser Kante. Das ist Ponk die Kante. Über die ich nicht rüberkomme. Nein, 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 ich muss erst unten wegschießen. Muss ich gar nicht! Das hätte ich gar nicht gebraucht. Uah! Oh. Ah, fast. Ha, wenn es mal wollte ist. Ich will hier eine Fragezeichenwolke entdecken. Ich habe zu viel Yoshi gespielt. Uah! Wow, das hätte ich besser machen können. Emmy! Leben, geil! Oh, wow! Wow, 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 wow! Wenn das so ist wie beim letzten Mal, kommt dieser... Oh, oh, seht ihr, da war wieder der Magnetismus am Werk, der hilft, dass man nicht in den Abgrund fällt. Der Anti-NES-Modus. Das ist echt nett. Ja, das Gebäude hinten hat Augen da oben, seht ihr? Das ist ein Mensch. Bald kämpfen wir ja mehr nicht mehr gegen Roboter, sondern gegen Gebäude. Sentient Buildings. Ja, seht ihr? Ich hab's doch gesagt. Da kommt er wieder. Diesmal auf dem Förderband. Das macht's natürlich noch schlimmer. Zum Glück habe ich jetzt Übung. Ich will so einen Dauerfeuerknopf, wie früher beim Action Replay. Hieß das Action Replay oder war das Action Replay was anderes? Und gleich kommt irgendwie, wie heißt der hier, Blockman und macht mich richtig kaputt, weil
ich nicht die richtige Waffe habe, weil ich auf euch gehört habe. Auf Chucky habe ich gehört. Bams. Kein Item für mich. Oh. Hey! Nein! Das hätte ich gut gebrauchen können. Was habe ich denn? Ah ja, 4, das geht ja noch. Das ist Ponky Country, über die ich nicht rüberkomme. Wer steht vor der Tür? Wenn jetzt 33.000 Leute rüberkommen, komme ich noch vorbei. Wir konnten die Augen nicht sehen, weil du noch vorn dran warst. Ihr konntet die Augen nicht sehen von dem Gebäude? Oh, das tut mir leid. Ach, meine Augen haben die Augen des Gebäudes versperrt. Okay, ja. Boah. Fuck, fuck. Boah, die Doppelung aus beiden ist gemein. Das ist keine Doppelung. Die Gleichzeitigkeit von beiden. Alles klar, nächster Abschnitt, der so ist. Scheiße. Alter, das war gut von mir. Oh. Ah ja, okay, da kriege ich einen Energy Tank, wenn ich... So mache. Und dann muss ich über das Ding rüber. Ich will den Energy Tank nicht. Kein Risiko today. Aha. 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 Oh, fuck. Gut, dass sie mich nicht zerstampfen. Das wäre sehr logisch, wenn sie mich insta stampfen würden. Aber sie tun es nicht. Das ist nett. Vielen Dank dafür, Spiel. Ach. Hä, das hat doch viel weiter links gewackelt. Scheiße, brauche ich da... Muss ich die Steine benutzen? Ja, ich muss auf den Stein reisen. Das ist die Reiserei. Hier, das was hier... Oh! Blockman mit seinen Blöcken. Oh, jetzt kommen auch noch die dazu. Okay, okay. Gleich aktiviere ich mein Double Gear System. Warum habe ich das eigentlich noch nicht gemacht? Wow. Wir hatten Benny vor den Augen. Hinterher konnten wir die schon sehen. Kein Problem. Soll das nicht bei Stefan Raab mal irgendwie diskriminieren? Grinsedim. Ah, Fließbänder, ne? Fließförderbänder und so in jedem Spiel. Das ist der Hass. Ich freue mich schon auf Regina und Magwelt 7. Das weißt du auch noch nicht, Herr Boomer. Unsere kleine Community hier spielt mit Begeisterung. Ein Spiel, was ein Bekannter von uns, ein Freund von uns selber entwickelt hat. Und es knüpft an die... 3D-Plattformer der 90er Jahre. Sieht aus wie eine, hat ein Reviewer geschrieben, PlayStation 1 Beta-Version, heißt Regina und Mac. Und wir haben das alle, scheiße, wenn ich da jetzt sterbe, ne? Dann ärgere ich mich die Plätze, wie das Pferd von The Witcher. Kann man Förderbänder machen? Ja klar, kann man Förderbänder machen bei Mario Maker. Mario Maker spielen wir auch immer sehr viel. Das hast du ja, glaube ich, schon mitbekommen. Ne, ne! Und dann ist immer der Abgrund da. Das ist so scheiße. Das ist richtig schlimm.
Okay, ich dachte, ich könnte cheaten, shit. Kann ich. Hahaha. Das ist kein Cheaten. Das ist das Ausnutzen von. Au, 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 stirb. Eines schlimmeren Todes als ich. Was sind denn da für Illuminatenpyramiden im Hintergrund? Und die nächsten Sentient Buildings. Ich sag euch das, hier ist einiges im Argen. Fuck you. Das war wieder der Magnetismus. Diesmal sehr gut zu sehen. Mist, ich spiel scheiße. Gut. Du kriegst mich nicht. Ha. Ja! Ha. Das sind wirklich lang, die Level. Nein! Nein, 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 nein. Er ist zu spät erschienen. Das ist wieder lang, das Level, ne? Oh, fuck, 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 fuck. Viel zu spät gesehen, aber auch ein cooles Element. Das sind wie die Typen bei Demon's Souls. Super Probotector. Sieht ein bisschen aus wie Krog. Ja, stimmt, sieht ein bisschen aus wie Krog. Yeah! Doggy Karos. Raid mit zwei Personen. Vielen Dank, herzlich willkommen. Da ist auch was im Argen, oder? Nee, hier ist nichts im Argen. Du kommst genau rechtzeitig zum ersten Endboss des Tages. Probotector habe ich nie gespielt. Okay, wer kommt jetzt? Blockman mit seinen dicken Blöcken. I'm just another brick in the wall, sagt er. Das gefällt mir sehr gut. Ah, schade, das war fast gut. Mist, ich muss ausweichen üben. Was? Was machst du? Wow! Wow, es gibt eine zweite Phase. Es ist Bloodborne. Und ich darf ihn nicht berühren. Gar nicht, nirgendwo. Wow. Das habe ich nicht von einem... von einem Mega Man Boss erwartet. Oh Mist, ich bin tot. Er ist ganz einfach, er ist voll vorhersehbar. Den kriege ich. Ein Boost und Juwelen fertig. Cool. Herzlichen Glückwunsch dazu. Mir fehlt nur noch das letzte Stockwerk. Ich habe lange nicht alle Juwelen, aber na doch, ich habe ziemlich viele. Jetzt ist er so klein. Fuck. Sein Dings ist zu hoch. Ah, wenn er von oben. Naja, wie mache ich das? Wo soll ich hin? So, hier kann ich, habe ich hier einen Punkt, an den ich ausweichen kann. Das verstehe ich. So, das ist auch klar, das ist der einfachste eigentlich. Habe ich zwar nicht geschafft, aber das ist eigentlich der einfachste. Nein, wenn ich der getroffen hätte! Oh, ein Glück. Er hat noch mehr. Er ist noch nicht vorbei. Nein, 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 nein,
nein, nein, nein, nein. Oh, cool, geiler Endgegner. Ich will eben auf, es geht nicht. Nein, 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 nein. No. Guter Endgegner. Wir haben nichts geschafft bisher. Danke. Danke für den Pro-Tipp, Herr Boomer. So, was wolltet ihr vorhin? Acid, Sun wollte irgendwas. Acid oder Fuse? Oder Torch? Nehmen wir mal Fuse. Das sieht cool aus. Oh, shit, Alter. Das auf Casual, ey. Ja, jetzt kommt Sicherungsmann. Elektrizität. Sieht geil aus. Oh, okay, das hätte ich sehen können. Was ist das? Eine Fledermaus! Schon echt, sie werden schon dem Mega Man Spielprinzip sehr auf sehr gute Art gerecht hier irgendwie. Die sehen aber irgendwie aus wie aus einem alten Amiga Spiel, das ich kenne. Was bleibst du denn? Wenn die nach oben schießen kann, irritiert mich immer noch. Ich höre nur leise die Aufschläge, aber nicht die Musik. Also irgendein Boss will ich aber schon noch klein kriegen. Achso, die kann ich alle nicht töten. Die sind aber hammerheftig. Was soll denn das? Hä? Okay. Ach, die powern das doch. Nee. Doch. Doch, die drei, die powern hier den. Geile Contraption. Irgendwie, also, wer hat sich das für irgendwas ausgedacht? Oh, fuck you. Also Ikarus hört nicht die Musik, aber alle anderen sagen, dass es gut ist. Was sind die wieder hier? Okay. Gefällt mir auch wieder ganz gut die Stage hier. Okay, what the fuck? Okay.
Ich mag den Spielton leiser. Die Musik ist auch nicht so geil, muss man sagen. Ah, oh, shit. Lass mich in Ruhe, ihr blöden Sausäcke. Moment, man fischt in die Ecke in der Tür? Nee. Oh Gott! Was? Oh Gott, oh God of War. Ah! Shit, ey! Warte mal kurz. Wo sind denn hier Options? Ich habe keine Options. Doch. Ah, guck mal, hätte ich auch hier Stage Select machen können. Guck mal, Audio. Sound Effects ein bisschen leiser. Music ein bisschen lauter. Wie wäre das? Huh? Laser. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen tough für mich hier. Ha, nicht getroffen worden. Okay. Wie soll ich denn den noch nicht ausweichen? Und die sind auch nicht mit einem Schuss tötbar hier. Muss ich, glaube ich, ausweichen. Oh, fuck you. Okay, in der Phase kommen sie immer dahin, wo ich gerade stehe. Das ist unangenehm. Nee, ich weiß nicht, wie ich den ausweichen soll an der Stelle. Oh Mann. Und hier steht ganz scheiße. Stirb! Ja. Gib mir irgendwie Energie. Okay, da ist Energie. Was? Wie? Im richtigen Moment flattern. Yes! Dicke Energiekugel. Oh, hier, cool, ich hab gleich. Nein, das macht einer. Ah, ne, die ist gerespawnt. Ah, ist die schon wieder. Steckdosenmann! 1, 2, 3, 4. Oh! Oh, jetzt sehe ich erst das Problem. Zack. Ich kann mich nicht ducken, nein. Das ist Mega Man. Ich kann auch diese Typen jetzt nicht abschießen. Doch, den ersten hätte ich abschießen können. Mist. Wer bist du? Stampfi. Okay. Gecheased.
Irgendwie war Bounce Man zwar oh, crazy, aber gefühlt so friedlich. Ah, fast. Ich kriegst du nicht. Sau. Oh nee, boah, Alter. Okay, Fuse Man. Ja, ich finde auch, es wirkt alles schwerer als Bounce Man. Weil ich spiele. Okay, Emmentalert. Emmentalert? Wieder da. So. I don't wanna die. Ah, shit. Ja, schnell. Das ist der Gemini Man. Von Mega Man 11. Was? Shit. Der Hund immer. Der Hund ist auf X, glaube ich. Hier soll ich nicht mit aufgeladenen Schüssen arbeiten. Ist eigentlich ganz einfach. Ein sehr, sehr einfaches Pattern. Doof ist nur, dass er nur sich in der Luft treffen lässt. Oh, oh, er macht Speed Gear. Vielleicht soll ich auch mal sowas machen. Wie geht das noch? Okay, seine zweite Phase ist heftig. Ich muss nochmal ins Tutorial gehen. Da, Speed Gears R, Power Gears L. Okay. Ach, Emmentaler, verstehe. Ja, da muss ich auch kommen können. Oh Leute, was habe ich mir denn hier eingebrockt? Es ist auch super heiß hier drin. Ich habe einen dicken Pulli an die Heizung dröhnen. Das Bier ist alle. Oh Mann, ey. Warum sind die Körper von Gegnern eigentlich auch immer tödlich? Aber ich bin nicht für die tödlich. Was ist das für eine Logik? Ich bin genauso ein Roboter wie die auch. Ich will Gleichberechtigung der Körpertödlichkeit. Oh Mann, was, ich bin so scheiße. Das soll ich nicht. Hund, geh weg! Oh, tödlicher Körper. Und sein Beam ist auch tödlich. Sein transportabler Beam. Oh, scheiße, Leute. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Leute, wisst ihr was? Ich brauche die Reihenfolge.
Die Cam rechts oben ist auch doof, weil man die Energie des Bosses nicht sieht. Ja, wo soll sie dann hin? Vorschlag? Ich hole mir ein Bier. Und ihr figgert das auch. Ich mach die Heizung auf. Dann kann ich aushalten hier. Ich dachte, ich spiele so ein entspanntes, nettes, unterhaltsames Spiel, aber es ist halt Mega Man. Was habe ich mir gedacht? Cam oben links, dann sieht man deine Energie ja nicht. Oben Mitte. Oben Mitte? Nee, oben Mitte ist, glaube ich, Quatsch, oder? Aber erstmal, die Energie des Bosses, ist die so wichtig? Ich pass mal auf, ich mache das einfach für den Bossfight. Hier hin. Dann ziehe ich das wieder hoch. Okay, erstmal ein bisschen Konzentration, aber ich glaube, ich brauche die geilen Waffen. Oh, nee. Spring doch. Oh, leider, leider. Man muss auf, Tim würde sagen, man muss auf so viele verschiedene Sachen achten. Eigentlich sind es gar nicht so viele, es sind nur diese, naja, doch, es sind viele. Es ist sein Beam, sein Körper. An zwei Orten, die Britzelkugeln rundherum und sein Energieschuss. Ich habe das Gefühl, er hat irgendwie Regenerationskräfte. Mehr sliden in der zweiten Phase. Ja, vor allem wenn er sein Dings da macht, ne? Aber der Slide ist irgendwie auch nicht so zuverlässig. Ja, prepare to die. Hast du dir aus Dark Souls geklaut, den Spruch? Vielleicht kann ich auch einfach die erste Phase besser überleben. Da habe ich in der zweiten Phase mehr Energie und kann häufiger getroffen werden von seiner Scheiße. Ah, oh, nee, es war genau falsch. Ich hab's genau gesehen. Nicht gesprungen, obwohl ich wollte, dass er springt. Er ist scheiße. Ne, es hat leider nicht geklappt. Man muss sehr konzentriert es durchspielen. Nicht immer. Nein, ich habe Power Gear gemacht. Wie viel Leben habe ich denn eigentlich? Na, ein Glück, das ist das letzte. Kann schon mal jemand die richtige Reihenfolge googeln?
Hat sie mich reinteleportiert. Das war völlig verschwendet. Aber immerhin brauche ich das Ding nicht in der Dingsphase. Kann ich mir das für Power-Shizzle aufsparen? Ach, ich brauch's doch. Fuck, ey. Ich komme nie weiter als so. Ne, Blockman ist der Erste. Nein, Acid ist der Erste. Ach, aber Acid hat als Schwäche Block. Aber... Mein Bounce Man habe ich auf dem ersten Try geschafft. Gut, dass ich nicht auf normal spiele. Das haben wir schon bei Uso ein bisschen gesehen. Mit den Spinnies hier. Wow, hier sind ganz viele. Ach, das waren die kleinen Spinnies. Da hat sich Tim schon drüber aufgeregt. Dass man die nicht besiegen kann. Weil man sich nicht ducken kann. So, und das hier haben wir nicht verstanden. Guck mal, der spritzt jetzt da Gift rein. Dann wird das Wasser von blau zu gelb. Ist es jetzt schon giftig? Nee. Rot ist es auch noch nicht giftig. Aber grün ist es giftig. Das ist also tatsächlich nur ein Warnsystem. Blau ist okay, gelb ist okay, rot ist okay. Erst bei grün wird es schlimm. Ah, ich verstehe. Dann muss ich mich immer beeilen entsprechend. Oh, und die Giftkapseln sind natürlich auch giftig. Nee, du warst ja auch nicht ganz sicher, wie das funktioniert, dass das so viele verschiedene Farben sind. Meine ich. Nicht zu erinnern. Rein in den Tank. Ach ja, da kam Wind. Was für Freunde? Ein Leben, geil. Oh Mist. Das ist ja hier wie Donkey Kong Country 2. Ach, die instant tödlichen Spikes. Alter. Da sind wir gestorben. Das haben wir noch nie gesehen hier. Und auch nur ganz kurz diesmal. Ich hab die nicht gesehen. Oh. Okay, die muss ich noch einmal treffen. Die kenne ich auch aus allen Mega Man Spielen. Ja! Ich habe gerade tatsächlich Benny gebannt. Ich bin auch da. Nicht zuzuhören ist eine Sache, meine Expertise abzustreiten, eine andere. Ich habe das Video hinterher gesehen. Deswegen weiß ich genau, was du gesagt hast. Du hast es auch nicht so ganz verstanden. Scheiß euch Spinnies an. Das war knapp.
Wie viel könnt ihr denn aushalten? Nein, 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 mach es nicht ganz giftig. Er hat es ganz giftig gemacht. Macht nichts. Acid Man. Ich hab's auch gesehen, das Confirm von MMMB, dass ich es richtig erklärt habe. Das ist der klügste Mann. Okay, da will ich nicht widersprechen. Ah, Mist. Wow, 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 wee, wow. Okay, das ist nett, dass ich da freigelassen werde, immerhin. Ist immer cool. Es gab in irgendeinem der Mega Man-Spiele so geile Passagen, in denen man. Was ist das denn eigentlich? Schwämme? Putzbürsten? Bei denen man so geil durch so Abschnitte durchsliden musste. Erst nach links, dann nach rechts, dann wieder nach links und so. Das ist aber ein verhältnismäßig einfaches. Zu ergattern das Leben für Mega Man-Verhältnis. Und in einem anderen Mega Man-Spiel hätte man das jetzt nicht gesehen. Dann wäre man einfach gefallen und in die Insta-Stacheln gehüpft. Oh, so bin ich gesprungen und in die Insta-Stacheln gesprungen. Okay, cool. Das, den brauche ich nicht. Oh. Insta-Stacheln, Alter. Zwischenboss. Wow, es ist ein Putzroboter. Warum haben die es hier mit Putzen bei Acid? Achso, weil man mit Säure gut putzen kann oder was? Das ist doch eigentlich mit Lauge. Das macht gar keinen Sinn. Wow, so viele Putzi-Freunde hast du. Ach, da kann ich rüberspringen. Immer mehr Putzi-Freunde. Das ist eine Waschanlage, Mann. Roboter-Waschanlage mit Säure. Und alles explodiert. Und jetzt habe ich hier Flammen entfernen und der Säure erzeugt. Hier, guck mal, sowas meine ich. Na, doch nicht ganz, leider. Schade. Wenn das jetzt hier. Naja. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Okay, das ist nicht ganz untödlich hier. Nein, das ist jetzt. Oh, everything proof completed. Weil ich in die Insta-Stacheln gefahren bin mit Invincibility und das hat mir den Arsch gerettet. Diese geilen Sicherheitsschleusen hier. Mann, wie überlebt er das nur überhaupt in dieser Welt zu sein? Und wie es hier schon mit Rot startet, ey. Diese Schneckis namens Spinnen. Reiserei! Leute, die Reiserei ist da! Oh, fuck. Jetzt könnte ich hier auch nichts mehr vergiften. Ihr habt schon alles versudelt. Oh, hat der eine heftige Reach. Gib mir das. Oh, seine Patrone. Tschüss. Das ist auch richtig gemein. So. Out of my way, you bruncy fuckers. Wow, ihr merkt es vielleicht nicht, wie krass die Strömung ist, aber sie ist super krass. Okay. Ah!
Schritt nehmen vor dem Putzen. Mit Säure kann man doch auch so Oberflächen anrauen. Vielleicht muss man das dann mit das Putzmittel da tiefer eindringen. Ja, und ich habe hier ein Level voller Insta-Stacheln. Oh, habe ich das gut gemacht. Ich finde auch bei aller Scheiße, die ich hier die ganze Zeit mache, ein paar Sachen mache ich auch ganz okay. Die möchte ich mal lobend hervorheben bei mir selber. Ich brauche gar nichts. Oh, Alter, das ist keine leichte Stage hier. Das ist gar keine leichte Stage. Ah, das, ich weiß, wisst ihr, was ich dachte? Ich dachte, hier ist seitwärts Triebkraft. Ist aber gar nicht, es ist nur nach oben Triebkraft, wie man an den Blasen sehr leicht erkennen kann. Wo muss ich denn hier hin? Ich hab's kommen sehen. Ich hab nicht reagiert. Fuck. Ach, aber unten ist noch... oh, das ist so gemein. Unten wird man noch zur Seite geschoben. Deswegen dachte ich das eben. Nein! Nein, ich war schon sicher. Ich war so sicher. Ich war zu hektisch. Nur leben, nur leben, nur leben, nur leben. Fuck, fuck. Nee, wie mache ich das hier? Boah, so mache ich das. Was geht mit dir ab? Wieso bist du so krass am Pogen? Lass mich da einfach durch! Scheiße, ey. Ich habe einen fucking Versuch für Acid Man. Denn überhaupt, ja. Einen kriege ich. Ich kenne seinen Pattern nicht. Ich weiß nichts über diesen Mann. Und seine... Oh, schön, erstmal nochmal ein... It's casual, ja. Casual my ass. Da kommt er. Er will mich verätzen. Ich bin noch geslidded. Wow. 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 Nee, schaffe ich niemals. Shit, ich lasse mich aber auch von jedem Schlag treffen. Ja, okay, das war auch echt schlecht gespielt. Ja, kein einziger Typ ist besiegt. Ja, ich weiß, das erkläre. Aber ich habe kurz gedacht, Tim, dass ich sein Schild nur mit Ballern deaktivieren kann. Dass ich auf ihn ballern muss, wenn er... Man muss so einen Typen muss man sich erstmal einmal angucken. Zum Beispiel seine Hai-Attacke, da kann man locker drüber springen und danach unter seinen Schüssen durchsliden. Das kann man einfach nachher easy machen. Ich habe jetzt noch eine letzte Idee. Das ist das Einzige, was mir einfällt.
Bounceman ist blitzkrank. Okay, das Timing muss ich noch ein bisschen üben. Die sind schon sehr lustig. Musik gefällt mir ganz gut, vielleicht auch, weil ich sie zum zweiten Mal schon höre. Komme ich da unten hin? Egal. Erst die Kanone tot machen. Das läuft doch schon ganz gut. Ich kenne das Level halt auch schon. Trotzdem. Oh, fuck you. Da kommt der lustige Frosch. Da ist er. Da müsst du falsche Richtung, du. Huch. Jawohl. Drücke, das mache ich die ganze Zeit. Gedrückt halten. Nee, weiß nichts über League of Legends, Habuma. Nichts. Ich habe keine Sekunde League of Legends gespielt. Ich habe keine Sekunde League of Legends irgendwo jemals gesehen. Ich glaube, es ist sowas wie Warcraft 3. Das ist alles, was ich darüber weiß. Ich kenne auch das ganze Genre nicht. Hier ist der Willi wieder. Och, nö. Unnötig. Mehr brauchst du auch nicht zu wissen. Gut, dann will ich auch nicht mehr wissen. Wie denn?
Komm schon. Mist, halt nicht. Wenn du nicht sterben willst. Tim letztes Mal so clever abgekürzt. Das kopiere ich ihm jetzt nach. So. Diese Balance hier und den Typen erinnere ich mich gar nicht mehr. Kann ich sagen, dass ich doch nicht auf Casual spiele oder dass wir letztes Mal auf Newcomer gespielt haben? Ach, das war das. Ich erinnere mich. Die Scheiße. Diesmal will ich aber den Energietank, ehrlich gesagt. Oh nein, aber da ist ein böser Ballon. Ist nicht mehr. Wieso haben wir das denn letztes Mal so kompliziert immer gemacht? Da über die rechte Wand. Ist gar nicht notwendig. Aber guck mal, wie leid ich das jetzt habe aussehen lassen bisher. Oh nein, der Froschi. Was? Mit Bild. Sehe ich denn auch? Aber, du bist aber früh fertig heute. Ja, richtig, richtig geil. Ja, voll gut. Ha, tot. Aber apropos, ihr habt mir gar nicht Bescheid gesagt, dass ich hier das Bild wieder weiter nach oben machen kann, soll, werde. Aber gleich bin ich wieder beim Boss, dann wollte ich es wieder andersrum haben. Oh, kompliziertes Volk. 3, 2. Was ist der Unterschied zwischen dem blauen und dem gelben, lila und dem pinken? Händen. Gehen die eine nach links, die andere nach rechts? Es ist super heiß hier drin. Weiß ich nicht, weil ich saß gerade eben mit einem Kopf an der Heizung, die auf 4 war. Deswegen bin ich quasi high. Oh. Auf Temperature. Ich glaube, wir brauchen gleich mal ein offenes Fenster und etwas weniger heiße Heizung. Ich habe schon die eine Heizung runtergedreht. Aber vielleicht ist es auch diese krasse Mega Man Action hier. Was sagt denn die? Ah, der Abgrund da unten. Das ist ja völlig unverhältnismäßig. Aus dem Nichts kam der. Wollte eigentlich noch ein bisschen machen, ja. Aber das könnte ja Teil deiner Abendroutine sein. Fernsehen. Nee, dann mache ich das alleine und gehe alleine ins Bett. Und du bist schuld, dass ich dann schon wieder Dienstag nicht schlafen kann. Nein. Ich mache es jetzt wirklich oben in die Mitte. Ich habe nämlich noch nichts geschafft. Noch nichts. Keine einzige Sekunde Fortschritt.
super intens. Hast du das hier auch alles gespielt, Tim? Oh Gott. Das mag ich gar nicht. Und da haben wir uns da einfach so ein bisschen eher weniger. Ich lass die einfach Wario sein. Benny ist schuld, dass er nicht schlafen kann. Ja. Aber ich kann heute eigentlich ein bisschen länger machen, weil ich gut geschlafen habe letzte Nacht. Ich habe 9,5 Stunden geschlafen oder so. Ich habe morgen frei. Ich gehe da nicht lang. Ach, ich erinnere mich, jetzt kommt die schlimmste Stelle des Levels. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier sind mehr Feinde, die letztes Mal nicht da waren. Ich kann mir jetzt nicht erklären, dass wir das letzte Mal einfach so geschafft haben alles. Hier, das war die Scheißstelle. Ob ich es jetzt gleich schaffe mit einem beherzten Sprung. Nein, das schaffe ich nicht mehr, oder? Doch, war jetzt mal auch so. Okay. Und da kommt Bounce Man. Ach nee, shit. Hätte ich mal früher hochklettern sollen. Nein, das wollte ich gar nicht. Uso. Nein, Uso, wie man schreibt. Also, wie Tim es geschrieben hat. Danke für den Link. Uso ist unsere Reihe ein unbekanntes Spielobjekt, bei dem Tim und ich Spiele anspielen, die wir noch nie zuvor gespielt haben. Zum Beispiel Mega Man 11. Und das ist Bounce Man, den haben wir schon einmal besiegt. Boing. Oh, aber diesmal bin ich schon wieder sehr schlecht. Sehr schlecht. Wow. Ich wollte nicht die Speed Gear benutzen, ich wollte die Power Gear benutzen. Der ist wirklich verhältnismäßig einfach. Der ist langsam, hat predictable Patterns und dann macht er das. Nein, ich habe ihn nicht einmal getroffen mit meiner Power. Den habe ich jetzt beim ersten Try geschafft. Hand. Nicht schon wieder im falschen Shit. Alter.
Bones zu derbe. Shit, ey. Fast. Bin zu alt für Videospiele. Ich habe einen anderen Schwierigkeitsgrad als letztes Mal. Ich habe auch super, super schwer gespielt, stellt aus Versehen. Oh Mann, ey. Nee, schon wieder den falschen. Das kann doch nicht sein. Was mache ich denn hier? Alter, das kann nicht sein. Er macht mich nass. Ich habe ihn im ersten Versuch letztes Mal geschafft. Uso ist mein Zeuge. Bounce time. Boing. Hans. Das wollte ich die ganze Zeit machen. Bringt aber auch nicht so viel, immer ein bisschen. Oh nee. Oh nee, ich war ganz gut drin. Hand. Ja, nee. Mit einem Energiebalken noch. Im letzten Leben. Oh nein, es kommt wirklich Fuse Man. Danke, Maggie.
Jetzt kann ich auch einkaufen. Wait, no. Also, ich habe 950. Ja. Was ist das? Spikes will not deal damage or kill you instantly. Hitting Spike only uses one Pierce Protector, saving you from potential death. Das ist ja nett. Da kaufe ich mir auch mal einen von. No. So, Super Guard. Halves all damage taken during the stage. Auch nett. Das macht das alles sehr viel einfacher. Are you sure? Are you sure? Und das ist auch doof, dass ich jetzt nicht mehr in der Ecke bin. Dadurch bin ich viel größer, als ich sein müsste. Soll ich mich eigentlich bewegen, wenn sich die Kamera auch bewegen kann? Ich kann auch einen Crop-Filter drauf tun. Da hast du recht. Mache ich aber jetzt nicht. Das dauert mir zu lange. Alter, das Spiel hat mir ein bisschen die Laune verhagelt, muss ich sagen. Ich speedrunner diese Scheiße jetzt. Fledermaus kommt und haut mich kaputt. Ah, das Level war toll, ich erinnere mich. Vergessen. Doch lieber Regina und Mac. Brauche ich nicht die Energiekugeln unten. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Wozu ist dieser Raum da? Was sollte dieser Raum? Das wäre doch sehr, sehr schwer gefüllt mit tödlicher Scheiße.
Mist, dieses kennen nur, wenn ich in der auf dem Boden bin, schnell. Ist auch geil, mal Mega Man ohne Slowdowns zu spielen. Oh, scheiße. Also. Das gefällt mir immer noch sehr gut. Na gut. Ach shit, jetzt kommt der wieder, ne? Ah, der war scheiße. Pass auf, ich hab eine Idee. Ja, genau, das war eine gute Idee. Die kommen so schnell. Mist, diesmal hat es nicht geklappt. Ich habe ja Bounce Man, fällt mir gerade ein. Ich kann ja mal die andere Waffe benutzen. Die hätte ich gegen den bestimmt gut benutzen können. Wow. Ja, pass auf, jetzt kommt der Trick. Oh, shit, fast hätte es geklappt. Pass mal auf. Nee, doch nicht zu spät. Die Fledermäuse sind schon erwacht. Wie geht denn das noch? Nein, nicht Speed Gear. So, das wollte ich machen. Man muss hier nämlich nicht mehr wie in den alten Mega Mans ins Menü gehen, um irgendwas zu machen. Sondern man kann einfach on the go mit der Schultertaste. Oh nein, ist schon wieder die Scheiße. Scheiße. So, oh nein, nicht schon wieder. Das war alles scheiße. Wo warst du denn? Doch, aber ich wusste nicht, ich hab gesehen, dass du rausgegangen bist, aber ich wusste nicht, dass du einfach nur vor der Tür warst, wieder du bist noch durch den Garten. Ich muss eine neue Abendroutine organisieren, wenn ich jetzt gut schlafen kann. Wenn ich dich schon im Stich lasse. Ja, oder? Oh nein. Tut mir leid. Der Typ wieder. Da kenne ich schon einen Trick. Boah. Boah, wie unnötig. Shit, ey. Nein! Mann! Und eine sehr unübersichtliche Stelle, das erinnere ich noch. Der hat mich letztes Mal auch schon erwischt. Das hier, ja. Oh, geschafft. Geil. Okay, pass auf. Fusey Fuse. Ach ja, der schwebt ja auch. Das war der Typ, der Vampir. Geil. Da hilft natürlich Bouncy Bounce sehr. Vor allem, weil sie geil rumbouncen und die ganze Zeit treffen und auch noch sein. Ah, vielleicht soll ich trotzdem ein bisschen ausweichen.
Okay, das ist halt auch immer mega, ne? Ohne geht's einfach gar nicht und mit ist es ein Pushover. Ja, die Bouncies helfen da sehr. Wie sieht das denn aus? Der Scramble Thunder. Okay, es ist jetzt 22.48 Uhr. Wie lange habt ihr noch Bock? Okay, das ist interessant. Ich kann nach oben schießen. Und es gibt eine geile Explosion. Und ansonsten kriegt er über den Boden. Das ist sehr schlecht gegen fliegende. Gegen fliegende Gegner. Alles klar. Du musst um 6 aus dem Bett. Ja, wollen wir noch einen machen? Wollen wir noch was anderes spielen? Soll ich ausmachen? Was ist eure Stimmung? Der nächste wäre Tundra Man. Sagt mal Bescheid, worauf ihr Bock habt. Wir Mega Man. Wir Mega Man, ein anderes Spiel oder aus? Lord Previous sagt Tundra, Herr Boomer ist noch dabei. Oh. Erstmal speichere ich. Mann, das hätten wir auch alles, wenn wir mal gespeichert hätten. Aber egal, ich will mich nicht beklagen. Jetzt bin ich im Spiel, ich hätte einfach von Anfang an die Boss-Order machen sollen. So wie ich immer alle Mega Man-Spiele spiele, indem ich mir vorher gucke, wie es geht. Dann kann man sich immer noch, wenn man richtig gut drin ist, kann man immer noch sich dazu entscheiden, das auf hart zu spielen, indem man zum Beispiel die schwerste Boss-Order macht oder so. Was ich auch echt geil finde an dem Spiel, dass das geht. Oder an den, oh, es ist überraschend doll rutschig. Der Boden. Habe ich jetzt die Items eigentlich tatsächlich automatisch? Ja. Manual Auto. Ich habe die Spike-Dings, ich habe zwei E-Tanks. Macht auch eigentlich viel mehr Spaß, das Spiel, wenn man die Special-Waffen die ganze Zeit immer mal durchnutzt. Aber ich war früher immer so. Huh? Wieso hat das kurz angehalten? Wieso hat das eben angehalten? Verstehe ich nicht. Gute Nacht, lieber Tim. Schön, dass du da warst. Während ich dir gute Nacht gesagt habe, hat mich irgendwas beschuss. Das da. Boah, das erinnert mich gerade super doll an Rick Dangerous 2 für Amiga optisch. Hasen! Springende Osterhasen! Was bringt dieses krasse Gear eigentlich? Das sind das auch nur einfach mehr Schrauben wahrscheinlich, ne? Ich habe 1060 Schrauben. Das bringt wahrscheinlich. Warte mal, was ist denn da hinten? Ist das irgendein Dinosaurier? Das sind Triceratops! Ein Triceratops! Fossil. Wahrscheinlich hat Tundra Man war dafür da. Alte Fossilien in Eis. Warum werden die in Eis gelagert? Die können nicht schlecht werden. Man weiß es nicht. Shit. Okay. Geil, wie die Schneeflocken wegwehen. Scheiße, wie ich nicht springen kann.
Ach, deswegen ist er stehen geblieben. Ich habe ihn abgeschossen. Ich wusste gar nicht, dass man die freezen kann. Oh Mann, ey. Nein. Nein. Oh shit, den hätte ich mal anders einsetzen sollen. Geil, auf Eis, im Wind. Das ist ja das Allerbeste. Zack. Was ist mit dem kaputt? Warum steht er da? Oh, fuck. Hat mich das jetzt die Dinger gekostet? Ja, das waren Insta-Spikes. Und ich habe sie zweimal überlebt. Bin zweimal dieselben Insta-Death-Spikes hintereinander reingefahren. Geil. Alter, ey. Oh, scheiße. So könnte man die immer schon gut töten. Komm her. Schade, dass das in Mario Maker nicht geht. Die wurden in der Tundra ausgebuddelt. Ja, stimmt. Die Triceratopse haben einen Ausflug gemacht, von dem sie nicht mehr zurückkommen. Hasis. Ihr müsst alle sterben. Ich find's geil, dass ein Mega Man so krass anders aussieht. Oh, das ist ja gemein. Dass er so krass anders aussieht, je nachdem, welche Waffe er hat in diesem Spiel. Guck mal, da könnte ich jetzt mit meinem geilen Hund wie Hundi hoch, brauche ich aber gar nicht. Ja! Ja, okay. Kein Problem. So, hier kommt der Midboss, da benutze ich wohl besser mal die Waffe des... Geil! Dino-Skelett! Okay. That was easy. Da hinten sind so... Ist das von Indiana Jones an The Fate of Atlantis? Diese geilen Scheiben da? Minus 45 Grad. Ja, ich habe von so einem russischen Dorf auch gelesen, bei dem irgendwie minus 50 Grad oder sowas sind. Das sieht echt übel aus. Ich weiß nicht, warum Leute da freiwillig wohnen. Die sehen auch geil aus. Ach Mist. Ich könnte ihn austricksen. Ha. Ich gehe in den nächsten Screen, wo du mir nicht hinfolgen kannst. Kann ich den gebrauchen? Nö. Einfach nur ein Gegner zum Erschießen. Ah, doch, da. Nee. Ah, hätte ich vielleicht mit meinem treuen Hund. Ach Mist. Ach ne, komme ich anders drauf. Fuck. Okay, das mache ich nicht. Ich brauche diesen Tank da eh nicht. Das ist billiger. Ich sammle hier diese Schrauben und kaufe mir so einen. Haha, ich bin ihm zuvor gekommen.
Okay, hält mich das? Nein. Okay, schnell raus. Oh. Nicht lang genug in Winzel. Wieso habe ich nur noch ein Leben? Hat er meine Leben mitgenommen? Das kann doch nicht sein. Shit. Shit. Shit, wieso habe ich nur 0 Leben? Ich habe mir nicht genug gekauft, oder was? Ah, auch das noch. Das war aber geil daneben gebaut. Da macht ja mal Sinn an der Stelle. Ich hab alles. Warum ist es eigentlich so in Spielen, dass Sammelgegenstände, die von Gegnern gedroppt werden, verschwinden nach einiger Zeit? Hat das irgendeinen Sinn? Also. Dass man in der Hitze des Gefechts irgendwie die nicht dann davon angelockt wird oder so. Brauche ich nicht. Den Stress brauche ich nicht, dann deswegen gebe ich mir diesen Stress nochmal. Nein, gebe ich mir nicht. Ich gehe einfach weg. Ja. Ich lass oben im Kinderzimmer das Fenster auf, damit es da oben eine Richtung. Ja. Das ist ein Sperrmüll. Oha. Nicht, dass es zu kalt wird, bis ich hochkomme, aber ja. Ach, das im Kinderzimmer. Ja, ja, alles klar. Gute Nacht. Gute Nacht. Früher oft, weil das zu rechnen intensiv war. Ja, das habe ich auch gedacht, aber man geht doch dann immer weiter. Also, dann sollen sie es doch lieber so machen, dass die verschwinden, wenn zu viele Items auf dem Bildschirm sind. Das war doch bei Mario Kart 64 früher auch so, dass wenn eine bestimmte Anzahl an Items auf dem Kurs waren und man dann noch eine Banane reingelegt hat, dann ist das älteste Item, das auf dem Kurs liegt, verschwunden. Das hat einen manchmal ganz gut gerettet in letzter Minute. Ah, okay. Und dann erklärst du, warum sie das nicht machen. Oh, cool. Man kann Continue machen, ohne dass man dann nochmal zurück zum Auswahlbildschirm muss. 9 Leben. Das sollte reichen. Das gehört ehrlich gesagt auch einfach zum Mega Man Spiel dazu, dass man die Stages ein paar Mal spielt.
Seit wann können die eigentlich laufen? Wo hat er das gelernt? Hat keine Beine. Wäre sonst arg kurz, das stimmt. Außerdem. Bin ich ja echt wesentlich schneller jetzt auch da. Wenn man die ganzen Räume kennt und so. Und jetzt zum Beispiel mache ich die hier platt. Naja, komm schon. Scheiße. Okay. Das hat nicht so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Geil, dass die Schneeflocken Gegner sind. Ich kann eh kein Leben mehr tragen. Okay, da muss ich mit dem Hund hinterher hoch natürlich. Ah, letztes Mal habe ich das schon verkackt. Zum Glück habe ich diesmal nur einen Spiky-Retter benutzt. Oh, shit, ey. So. Schneeflocke. Snowflake Man. Kein Bock mehr jetzt auf euch. Nochmal. Keul. Wie heißt der Hund noch? Der hat doch einen Namen. Ach, scheiße, ey. Oh. Oh Mann, der fährt ja schnell weiter. So, hier habe ich den benutzt. Das ist ein bisschen schade, finde ich, weil man sieht sozusagen gar nicht, was das Ding von diesen Gegnern dann ist. Come on. Okay, ja, das war der richtig. Nerv von allem. Ist ganz einfach hier, wenn man es weiß, dann ist es überhaupt gar keine Herausforderung. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein geiles Spiel, wenn man es kennengelernt hat und es dann auf schnell und gut versucht zu spielen und auf und mit wenig Leben und so weiter. Okay, hier, come on, Tundra. Fuse, meine ich. Oh.
shit. Der trägt mich nur so kurz hoch, so ein bisschen. Das bringt doch gar nichts. Rush heißt der Hund, richtig. Wow. Wow. Nein! Oh, ich dachte, ich bin schneller wegen des Windes. Aber vielleicht hat mich der Wind auch geschützt. Oh, da starte ich. Das ist ja sehr nett. Nein! Nein! Der Wind hat sich beruhigt. Fuck, ist das scheiße! Braucht den Wind, aber er ist auch sehr tödlich. Oh, Alter, gut, dass ich neues Leben gekauft habe. Warte mal, ist das richtig? Ja. Geil, vom T-Rex-Skelett. Ein Eistänzer. Ja, das ist irgendwie witzlos, finde ich, oder? So, das habe ich schon bei alten Megaman-Spielen gedacht. So kriegt man halt von den Bossen einfach nichts mit. Mal cool inszeniert, aber... Deswegen ist es, glaube ich, schon geil, wenn man dann versucht, alle Bosse nochmal nur mit dem Megabuster zu spielen oder so. Das ist, glaube ich, echt... Also, ich kann voll verstehen, dass sich Leute mega in dieses Spiel reinfuchsen. Ja, das stimmt, Chucky. Aber auch auf höheren Schwierigkeitsgraden. Geil. Auch auf höheren Schwierigkeitsgraden sind die mit den jeweiligen Waffen super leicht. Ich habe ja Mega Man 2 gespielt, was einen sehr harten Schwierigkeitsgrad hat. Und da ist es genauso. Wenn du es ohne das spielst, sind die Bosse super schwer. Und wenn du die Waffen hast, kriegst du... Auf jeden Fall, gerade wenn du noch Energietanks hast und so, kriegst du auch auf den höheren Schwierigkeitsgraden das locker hin. Und wir wissen ja, Casual ist hier ein nicht so Casual Schwierigkeitsgrad. Ist ja auch nicht der leichteste. Oh nein, ich habe nicht gespeichert. Was macht ja nichts. Solange ich speichere, bevor ich es ausmache, ist alles gut. Geil, sieht das geil aus. Alter, ich finde auch den Style irgendwie cool. Load Game. Geil. Sind das da Helmis auf dem Schild? Diese Stadt ist... Mann, ich habe noch nie so ein schönes Mega Man-Spiel gesehen. Oh, und auch diese Walddinger hier, die sehen, erinnern mich auch sehr... Die erinnern mich auch sehr an Rick Dangerous für Amiga. Ich schieße hier irgendwelche harmlosen Zelte kaputt. Also was ist, wenn du es selbst versuchen würdest, rauszufinden, wäre es nicht so leicht. Ja, aber das finde ich irgendwie auch blöd. Also ist es dann viel langweiliger noch zum Zugucken. Ich muss eigentlich auch sagen, ich habe zum Beispiel Donkey Kong Country Tropical Freeze gespielt und habe mir diese ganzen
Super-Items, die es gibt ja genauso wie hier, die dich vor allem möglichen retten, habe ich mir nicht gekauft, weil ich das irgendwie zu scheiße fand. Und zum Beispiel hier diesen Damage-Halbierer, den würde ich mir ja auch nicht kaufen. Aber hier mache ich das irgendwie. Ich bin auch nicht so bereit, wenn ich streame und Videos mache. Ach, die Zelte sind gefährlich. Da sind noch Totenköpfe drauf. Was genau tun? Sind die mit Gift eingesprüht oder was tun die Mega Man? Wow. Mal das geil hier ausprobieren. Geil. Ich glaube, die Waffen, klassischerweise in den Mega Man Spielen, verbrauchen die auch immer unterschiedlich viel von der Energie. Es gibt welche, die mit einem Schuss super viel verbrauchen. Was macht eigentlich diese Eule? Die macht mich außerhalb mich nervös. Was bist du denn? Monty Maulwurf. Mit einer Karotte. Das ist Mr. Cuttervieh. Okay, I don't have time for this. Wow! Wow, okay. Ja, da sind Totenköpfe. General Maulwurf. Okay. Das ist nochmal so eine Sequenz. Wie mit diesem Meat Grinder bei Blockman. Was Blockman? Ja, dann zeigt sich diese Dinger da uns. Oh, okay. 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 Wow. Oh, geil. Die machen die Metalldinger heiß. Ah, die Eule hat mir Licht provided. Scheiß Spinnies, warum sind hier Spinnies? Na gut, es ist ein Wald. Da kenne ich nur eins. Geil, Fuseman lässt es leuchten. Okay, jetzt nicht die Eule töten. Geil, Mann, die Stages sind so gut, oder was? Oh nein. Das Licht ist trotzdem noch da. Reingeslide. Cold Turkey, es war auch ein Achievement, den mit Tundra zu killen. Ich finde das Level-Design wirklich toll. Da ist wieder General Maulwurf. Wow, General Maulwurf ist ein tougher Bastard. Ja, sagt er da. Komm, ja, jetzt kommt nochmal so eine Fire Escape Sequence. Wo ist die doch? Wie soll man denn die nach oben kriegen, Alter? Okay. Wow, kann plötzlich schnell.
Alter, es ist fies, 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 fies. Was gab es in den alten Megaman-Teilen nicht, solche Sequenzen? Oh, shit. Nee, ah, scheiße, Mann. Das ist aber fies, in so einem Spiel solche Sequenzen einzubauen, finde ich. Weil man die ja wirklich ein paar Mal üben muss und dann sind die Leben dahin. Und Energietanks nutzen einem dann auch nichts mehr. Scheiße. Fuck, ey. Und da macht der Schwierigkeitsgrad einfach mal überhaupt gar keinen Unterschied. Das ist wieder genauso eine Stelle wie bei Blockman. Wo das Springen einfach scheiße ist. Okay, und das war ich. Okay, das wird nichts. Und wenn ich jetzt hier sterbe und das nicht schaffe, dann spielt dieses Spiel heute auf jeden Fall nicht mehr weiter. Das kann ich euch schon mal verraten. Das ist scheiße, weil der mich trifft, bevor ich was machen kann. Da hilft mir Tundra Man. Er trifft mich mit seinem, weil er sich manifestiert, während ich unter ihm bin. Und, oh, das war's. Shit. Wenn ich unter ihm bin, manifestiert er sich und dann schießt er, während ich hochspringe und dann schießt er mir in die Flammen. Tja. Also drei habe ich gemacht. Und ich habe die Stages ja auch jeweils geschafft ohne den. Zumindest von Fuse Man. Ja. Und bei Acid Man war ich auch schon und bei Blockman war ich auch schon. Impact Man. Last Man. Gefällt mir gut, das Spiel.